dazu ausflippen am Kanimani, wie ich sag dir. Ja, bestimmt. Ich werde richtig durchdrehen, echt. Ich werde so da 3 Stunden, weißt du, mit Rauch und allem drum und dran. Vor allem, wenn du im Auto sitzt und dich nicht vom Fleck bewegst, weil es schneit. Ich finde es auch hier, das Gesicht ist schon wieder viel zu hell, wenn du so weit hinten stehst. Hier, jetzt kommen Schatten mit rein. Sieht's besser aus, aber ich kann ja nicht so nah mein Zeugs filmen. Hallo? Hallo? Willkommen zum Raid am Mittwoch. Raid am Mittwoch. Achso, cool. Ich werde so durchdrehen am Kanimani Day, ich sag's dir. Ich dreh auch so durch ohne Kanimani Day. So, willkommen zu einer neuen Folge. Nicht schon wieder No Hirn TV, nein, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Und ihr seht, der Bart wächst, der muss auch wieder mal weg. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst aus unserer Community. Am Ende gibt es wieder den Schocker der Woche. Darauf habt ihr natürlich alle gewartet. Und den werde ich auch diesmal nicht im Thumbnail einblenden. Ne? Jakob, aufgrund deines Wunsches werde ich das jetzt geheimnisvoller stricken. Und vielleicht fällt euch auf, dass hinter mir da jemand sitzt. Denn der Iswo ist wieder da. Der war ja letztens da. Gerade lade ich noch Videos hoch mit dem Iswo. Und... ja, der wollte nämlich extra für den Kanimani Day kommen. Jetzt ist er hier, ist auch da dabei. Hallo Iswo nochmal. Ich bin raus beim Kanimani Day. Ja, der flippt auch so aus, jedes Mal. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, ne? Kopf in den Nacken und es geht los. Die Woche hat normal angefangen, wieder mal ein paar kleine Raids gemacht und da gab es ein weiteres Shiny Shinux. Ihr seht hier das Shiny-Symbol dran, ist ja auch neu, war früher nicht, gibt es mittlerweile, dass man es auch besser erkennt. 473 WP, dann der Thomas. Der Thomas hat einen Yugong bekommen aus der Feldforschung, glaube ich, wenn das ein Level 15er ist, ein 100%iges mit 15, 15, 15. Glückwunsch dafür. Der Seppel hat einen 100% Rabauz gebrütet, was natürlich ganz besonders ist, denn je nachdem welcher Wert der höchste ist, entwickelt es sich ja zu Capoeira, Nocturne, Kikli. Aber bei einem 100%igen, wo alle Werte gleich sind, ist das wirklich ein Zufallsprinzip und eine Chance von 33,33 periodisch, ob es nun ein Kikli, Nocturne oder Capoeira wird. Was würdet ihr denn damit machen? Würdet ihr das als Rabauz lassen, weil das ein Baby ist und das ist extrem selten? Oder würdet ihr versuchen, auf gut Glück mal zu entwickeln für ein 100er Kikli, 100er Nocturne, 100er Capoeira? Obwohl man die ja sicherlich auch mit einer Map mal wild als 100er fangen könnte, wenn Maps gehen würden und mal sowas auftaucht. Deswegen, ich würde das Baby wahrscheinlich behalten und nicht entwickeln, weil das ist viel seltener und hat mehr Wert, wenn es noch unbenutzt ist. Hashtag Jungfrau. Nein, okay. Weiter geht's natürlich. Die Linsira. Voll die Überraschungseier. Hat ein Elekid gebrütet. Und ihr seht, das ist ein Shiny. Beziehungsweise seht ihr es vielleicht auch nicht. Denn das sieht kaum anders aus als das andere. Es ist nur ein bisschen heller. Also ein ausgeblasstes Hellgelb. Aber im Hintergrund sieht man ja die Funken. Also die Sternchen, aber gut, die Funken können auch sein, weil es ja Elektro ist. Das ist immer erst recht lustig, beim Pichu genauso. Aber ein Shiny Elekid. Euer, die werfen mit Schnee rum. Ein Shiny... Digga, ich komm dir gleich runter. Ein Shiny Elekid natürlich gebrütet von der Linsira. Glückwunsch dafür. Dann ist mal wieder ein wildes Chanera aufgetaucht. Und da freuen wir uns natürlich immer, wenn das gepostet wird. Und jeder gleich fragt, IV, IV, IV. Und alle wollen immer nur, wenn es gut IV hat, den Arsch in Bewegung setzen. Ansonsten interessiert sich wahrscheinlich doch keiner dafür. Aber nimmt man immer gerne mal mit. Ist ja auch so für die Arena ein starkes Pokémon, was richtig nervt, wenn man das angreift. Dann habe ich wieder eine weitere Gen 4 Entwicklung gemacht. Mein Porygon habe ich zu Porygon Z entwickelt, auf Level 40, gepusht 100%. Also bis jetzt nur 100er entwickelt für Gen 4. Eigene Nummer, das ist wieder der Bockwurst King. Und der Bockwurst King hat ein 100% Tyrakrok aus dem Raid bekommen. Da würde sich der Iswo bestimmt auch riesig freuen. Das ist ja sein Special Pokémon, was er braucht. Kanimani, Tyrakrok und Impagator. Da geht er richtig ab. Ist eine gute Vorbereitung natürlich für den Kanimani Day, das dann zu entwickeln für die Spezialattacke, die mit Sicherheit wieder Aquahobitze ist, wird, wie auch immer. Der Stefan Landei hat uns gezeigt, was richtig krass ist. Alle haben ein 100er Botogel und er hat einfach mal ein 0% Botogel bekommen auf Level 16. 0%, 0, 0, 0.
Besser geht's nicht, also das ist natürlich auch selten, weil mit einer Map findet ihr sowas nicht. Deswegen immer noch krasser, 0% Pokémon sind eigentlich viel genialer als 100%ige. Manche sammeln die ja auch. Dann, der Hoffi hat ein 100% Pichu mit Weihnachtsmütze bekommen, aus dem Ei, auch 15, 15, 15, wie ihr seht. Leider kein Shiny, glaube ich, aber ein 100% Pichu mit Weihnachtsmütze, auch eine coole Sache. Der Bockwurst-King hat ein Shiny Carvador bekommen. Ja, und da ist genau der Kreis, also der Punkt oben in der Blubberblase. Wie ihr seht, er hat auch noch kein Shiny Garados entwickelt. Könnte er natürlich machen, er hat ja genügend Bonbons. Oder er wartet, bis er ein zweites bekommt oder ein drittes oder viertes oder sonst was. Dann hat der Horsty ein 100% Porenda bekommen. Apropos, danke Ramon, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mit dem wollte ich ein paar Botogel tauschen. Habe ihm dann, als ich keine mehr hatte, einfach ein paar Porenda noch gegeben. Habe bei ihm ja nicht bewertet und es war einfach ein 100%iges dabei. Also Glückwunsch dafür natürlich, dass das so gut geworden ist. Die Linsierer aus der Feldforschung. Ihr wisst, jetzt gibt es ja nicht nur die Raubkatzen und die Vögel. Es gibt ja jetzt auch Lugia und Ho-Oh aus dem Feldforschungsdurchbruch auf Level 15, auch als Shiny, wie man sieht. Und Linsierer bei ihrem Shiny-Glück wieder mal ein Shiny Lugia bekommen. Glückwunsch auch dafür natürlich. Der Lukas hat aus der Feldforschung ein 100% Voltenso bekommen. Habe ich, glaube ich, auch eins mal damals gefangen. Aber wie ihr seht, wenn ihr fleißig die Aufgaben macht, wo es immer die Pokémon-Belohnungen gibt, könnt ihr trotzdem Glück haben und gute Sachen abstauben. Dann hat der Lukas noch ein Mamfaxo gebrütet mit 98%. Auch ein richtig krasser Dude natürlich. Und ist jetzt auch in letzter Zeit sehr häufig da gewesen. Ich habe da schon einige gebrütet. Habe, glaube ich, auch ein 98er. Aber die anderen zwei Babys fehlen mir leider immer noch. Und nochmal der Lukas, der hatte nämlich noch eine Forschung abgeschlossen und ein 100% Kabuto bekommen. Auch sehr krass, das fehlt mir zum Beispiel und das hätte ich auch gerne noch. Richtig coole Sache, Kabuto natürlich auch als Shiny noch krasser, das wäre richtig genial gewesen. Und er hat noch ein bisschen getauscht, einen Spezialtausch und hat ein Lavados, das ist ja ein normales, hat ein Glücks-Lavados bekommen mit 87%, auch Glückwunsch dafür natürlich, ist ja auch mein Ziel, alle Legendären auch als Glücks-Pokémon zu haben. Da habe ich aber leider noch nichts. Wie ein Shiny aber aussieht, zeigt uns hier der Make-Off. Der hat nämlich ein Shiny Lavados mit 93% bekommen aus der Feldforschung, also dem Feldforschungsdurchbruch aus der Quest. Glückwunsch dafür. Mein Mädchen, auf dem Weg zum Raid. Ja, da wollten wir gerade zum Dino Raid laufen und sie drückt ein Shuppet an. Boom, Shiny, wunderbar, hat ihr noch gefehlt, hat sie noch nicht gehabt, da war sie richtig aus dem Häuschen. Der Bockwurst King, ja, das hat er sicherlich auch gebrütet. Ein Fritzelblitz auf Level 20. Ist gebrütet, denke ich mal, 100% auch hier. Können da jetzt auch ein Voltenso draus machen, was natürlich gleich 5 Level höher ist als das vom Lukas. Dann die Linsierer mit einem 100% Griffel auf dem Markt an der Sonnenuhr. Und das war kurz nach dem Raid, als wir den Dino Raid gemacht haben und Pupsi da das Shuppet bekommen hat, hat Linsira das noch in die Gruppe gepostet, dass da ein Griffel saß. Mit 100% sind die Leute natürlich hingestürmt, haben das alle mitgenommen. Richtig coole Sache, auch danke nochmal fürs Absprechen und Bescheid sagen. Das ist nicht mehr so selbstverständlich in der heutigen Zeit. Aber wer da was findet, das ist eine coole Sache natürlich, wenn man das weitergibt. So, Extrem mit einem 0% Rosana. Das getauscht, nee, tauschen geht das ja gar nicht. Sicherlich irgendwo gefangen. Hätte ich natürlich auch gern ein 0%iges. Würde ich auch sammeln. 27.12. gefangen. Rosana, richtig coole Socke. Den meisten sind genervt, aber 0%er würde ich auch nehmen. Dann der Bockwurst King. So fängt ein guter Tag an. Hat ein Shiny Alola Raichu bekommen. Auf dem zweiten Account würde ich sagen, sonst würde er nicht sein Handy so abfotografieren. Der Fotzbob hat mir auch mal wieder ein paar Sachen zukommen lassen. Der hat nämlich ein bisschen getauscht und hat ein 100% Lucky Kleinstein als Alola bekommen. Da rastet der Ismo bestimmt auch aus. Das ist auch eins seiner Lieblinge noch mit. Er wollte immer Dash Kleinstein, du musst Kleinstein Dash und hin und her und sonst wie.
Und Bob hat jetzt ein 100% Lucky, würde ich sofort entwickeln und hochziehen. Ich habe immer noch kein 100%iges Geowatz, weder normal noch Alola. Bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Auch Glibungel hat er bekommen, 93%. Das geht besser, aber mir wird es reichen, wenn ich schon mal überhaupt einen Lucky davon habe. Habe ich nämlich noch nicht, aber ich habe davon jetzt auch noch nicht so viele getauscht. Und ein 98%iges Bisasam hat er auch noch hinterher bekommen mit genau 666 WP. Da steckt doch der Deivel drin. Die Linzierer aus der Meldan-Box gehopst. Danke, at Lincoln Networks. Hat ein 98%iges Meldan bekommen und sie hatte damals auch schon das 100%ige bekommen, hat das auch entwickelt, jetzt noch ein 98er hinterher. Coole Sache natürlich, wenn sie das entwickelt, sieht man ja, kommt das gleich auf. Nee, steht nicht da, gut. Aber ich habe immer noch kein gutes, glaube ich. Die Boxen sind auch schon längst überfällig, vielleicht werden wir die heute noch holen. Da werde ich den Ismo dann einpacken, mal rüberfahren zum Boxendealer aus Schleusingen. Grüße an Marco. Joa, apropos Schleusingen, die Tina hat ein 100% Aerodactyl bekommen aus meiner heutigen Feldforschungsaufgabe, also auch coole Sache, fehlt mir natürlich auch noch. Hab gestern auch zwei Aerodactyl-Quests gehabt, abgeschlossen, leider nichts Gutes dabei, aber ein 100er geht immer auch von so einem coolen, seltenen Pokémon. Der Bockwurst-King heute bekommen, leider wird dies nicht abgegeben. Ja, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hat ein Shiny Raubi aber bekommen. Glückwunsch dafür, fehlt mir natürlich auch noch. Dann hat die Linsira wieder mal getauscht. Erster Tausch des Tages, ein Shiny Dratini gegen ein Shiny Makuhita. Wurden dann getauscht, ist ein 89er und 85er geworden, aber beide glücklich. Das kann man natürlich auch mal machen, wenn man Shinies hat, die der andere noch nicht hat, dann tauscht die, damit man die auf der Hand hat und dann werden die auch noch glücklich. Was kann es Besseres geben? Außer bei mir mit dem Winguel, aber das ist wieder eine andere Sache. Da mache ich nochmal ein extra Video, wo ich mich richtig aufrege darüber. So, dann habe ich noch ein Bidiza bekommen, auch aus der Feldforschung. Wie man sieht, gibt es ja jetzt auch mit einer Aufgabe, die weiß ich zwar gerade nicht aus dem Kopf, aber ein 98er Bidiza bekommen. Könnt ihr natürlich weiterentwickeln. Ne, würde ich so lassen. Sieht einfach lustiger aus. Der wollte nämlich schon immer mal so einen kleinen Hamster haben mit 98%. Der Sick, Grüße an Alex, Night Alex, 1213, 69, wie auch immer. 100% Azurill, auch gebrütet mit 15, 15, 15. Grüße gehen raus und Glückwunsch dafür. Dann bin ich aufgestiegen mit Bummels zu besten Freunden. Hat auch super geklappt mit der Absprache. Ich wollte ihm da Bescheid sagen, er hat eh gerade ein Ei angehabt. Habe ich meins auch angemacht, habe sein Geschenk dann geöffnet. Wunderbar, so muss es sein. Dann der Brian hat auch ein Shiny Raubi bekommen, also auch Glückwunsch dafür, schon der zweite in kurzer Zeit, der das vorweist, aber ein drittes wird auch noch kommen. Nicht hier, denn da ist erstmal ein 100% Isso aus dem Ei geschlüpft, bei mir selber, deswegen steht auch kein Name oben dran. Das war glaube ich von gestern, 100% Isso mit 15, 15, 15 und El Boppi hat mir gezeigt, er hat auch ein 100% Azurill bekommen aus dem Ei, hat das gebrütet und dann hat er mir noch eine kleine Geschichte erzählt. Ich habe mein Plus mitgewaschen, dann ist sie nimmer gegangen und habe sie 3 Monate oder so liegen lassen. Am Sonntag habe ich eine neue Batterie rein und dann habe ich 3 Shinies geplust. Und ich, Idiot, habe in letzter Zeit einfach gar nichts mehr mit dem Plus gemacht, weil die Batterie auch nicht mehr ging und mein Beutel immer zu voll war. Wie ihr seht, das würde sich lohnen, denn er ist dann los, der hat ein... Er ist nämlich der mit dem dritten Shiny Raubi, hat einen Shiny Raubi geplust, hat er sich riesig drüber gefreut, natürlich Schwandorf, Bayern, 7.1. Dann hat er ein Shiny Muschas geplust und sogar noch ein Shiny Makuhita und das innerhalb von 2 Tagen. 2 waren von einem Tag, 1 war am Tag danach. So kann es also auch sein und ich habe auch von Ismo natürlich schon gehört, der immer durch die Gegend reist und immer auch viel unterwegs ist, der plust ja auch den ganzen Tag, was das Zeug hält, hat deshalb letztens auch einfach einen Shiny Schnäppke bekommen durchs Plussen. Also Plussen ist nicht verkehrt, lohnt sich, weil ihr spielt ja dann in den Momenten, wo ihr normal gar nicht spielen würdet und so habt ihr ja sowieso also die Chance mehr zu kriegen als normal.
Dann hat der Bockwurst-King gerade auf dem kleinen Account gebrütet noch ein Shiny Knospi bekommen. Auch coole Sache, habe ich mittlerweile ja auch. Grüße gehen dann nochmal raus an Crazy O, der mir das gegeben hat, damit er endlich sein schwarzes Glurak machen kann. Da, es war zwar ein steiniger Weg, aber am Ende hat es natürlich geklappt. Und ganz zum Schluss haben wir wieder eine neue Arena bekommen. Und zwar der Glockenbrunnen in Wallraps. Somit hat Wallraps jetzt zwei Arenen und Hildburghausen hat insgesamt jetzt, glaube ich, 18 Arenen bei uns. Das wird immer mehr. Richtig gute Sache, da braucht man ja gar nicht mehr wegfahren bei Raid-Tagen, Raid-Wochenenden. Man kann einfach alles hier machen. Auch wenn ich von hier eh nicht sehe, ob da ein Raid dran ist oder nicht. Aber wenn mal wieder so ein Lavados-Tag kommt, Gengar-Tag, Zapdos-Tag, man weiß ja genau jetzt, wo die Arenen sind, kann man schön alles hier in der Umgebung mitnehmen. Das war's von jetzt. Jetzt kommt gleich noch der Schocker der Woche. Das ist heute der Schocker der Woche. Das sieht gar nicht so krass aus, aber das ist ein Shiny Shinox mit 100% aus dem Raid bekommen natürlich. Und das habe ich reingenommen, weil es wieder mal zum Thema passt. Denn die Folge hat angefangen mit einem Shiny Shinox und endet mit einem 100% Shiny Shinox aus dem Raid. Viele haben ja noch nicht mal einen Shiny Shinox und viele haben auch keinen 100er. Aber wer hat denn schon einen 100% Shiny Shinox? Würdet ihr das entwickeln? Würdet ihr das so lassen? Wie immer die Frage natürlich. Und schreibt auch mal rein, ob ihr schon einen Shinox habt, ob ihr schon einen Shiny Shinox habt, ob ihr ein gutes Shinox habt. Und das Ganze kam vom, ja, das ist doch mal geil, aber wieder nicht von mir selber. Kennst du jemanden mit einem 100% Shiny Shinox? Müsste der Jakob sein, der mir öfters auch mal was schickt, wenn er sowas Krasses sieht. Wie gesagt, der Schocker ist immer nicht aus unserer Community, sondern von ganz Facebook, Internet, wenn man da was sieht, was cool ist. Hat heute zum Thema gepasst, fand ich. Das Shiny Shinox und das war's für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Möchte der Iswo noch was sagen? Bis denn. Bis denn und Peace out, Vorhaut, euer Ramses.